Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich muss wirklich sagen, ich habe euch sehr, sehr vermisst und deswegen habe ich mich heute relativ spontan dazu entschieden, ein Video zu drehen, was ich so noch nie gemacht habe. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich ein bisschen late to the party, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe trotzdem mega Bock darauf. Ihr habt auch mega Bock darauf, das habe ich einfach in meiner Story gemerkt. Und zwar wird es heute ein Paulina, zeig uns mal Video geben. Keine Ahnung, wie man genau diese Videos nennt, aber dort dürft ihr mir Sachen vorschlagen, die ich euch zeigen soll. Wirklich aus jeder Kategorie. Und ich mache das dann mit euch. Okay, die erste Frage. Oh Gott, jetzt habe ich mein Handy weggetan. Die erste Frage, die eine von euch gestellt hat, war: Zeig mir das, was du benutzt, um deine Spanienbräune so lange wie möglich zu behalten. Und ich muss leider sagen, durch das Wetter hier, was ja wirklich katastrophal ist, ist meine Bräune schon extrem weggegangen. Also meine Hände waren so unglaublich dunkel und mein Dekolleté und alles und eigentlich auch mein Gesicht für meine Verhältnisse. Mittlerweile ist einfach alles wieder relativ weiß. Liegt aber wirklich daran, dass das halt wieder gar keine Sonne abbekommt. Aber was ich euch wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann, das ist ein Produkt, das habe ich zum Testen zugeschickt bekommen. Ich muss das überhaupt nicht zeigen, aber ich habe das jetzt vor ein paar Tagen ausprobiert. Und Leute, diese Body Butter von Fenty, Fenty Skin Butter Drop Whipped Oil Body Cream, die ist geistesgestört. Die macht eure Haut so seidig. Plus dazu riecht es einfach extrem gut. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man sich regelmäßig eincremt, wenn man gebräunte Haut hat. Allgemein auch immer, wenn man sich gesund hat, Aftersun benutzen. Wirklich beste Leben. Und ansonsten Sonnenprodukte werde ich euch wahrscheinlich zeigen, wenn ich das nächste Mal im Urlaub bin. Weil jetzt gerade hat das wirklich für mich gar keinen Sinn. Aber das hier, um eure Bräune aufrechtzuerhalten, absolut geil. Also bevor ich jetzt überhaupt in Erwägung ziehe, dieses Video weiterzudrehen. Sorry, irgendwas ist mit dem Fokus nicht richtig. Muss ich erstmal was essen. Ich habe auch heute noch nichts getrunken. Es ist mittlerweile 11:30. Guck mal bitte, wie schön meine Blumen sind. Die habe ich schon auf Insta gezeigt. Leute, Blumen machen mich einfach unglaublich glücklich. Ne? Ich habe die Pfingstrosen auf dem Markt bekommen für 6 Euro. Das sind 10 Pfingstrosen. Bei uns in Düsseldorf beim Floristen kostet eine kleine Pfingstrose 5,50 Euro. Ich habe letztes Mal wirklich über 50 Euro bezahlt. Ein bisschen mehr als 50 Euro bezahlt für 10 Pfingstrosen. Und jetzt habe ich einfach 10 Stück für 6 Euro. Das ist so krank. Und die sind wunderschön. Die sind auch voll schnell aufgegangen und sehen wunderbar aus. Und dann noch diese kleinen. Einfach nur schön. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall was zu essen. Das werde ich euch aber nicht zeigen, weil ich drehe auf jeden Fall vielleicht jetzt parallel oder auch die nächsten Tage ein What I Eat in a Day Video, um euch mal so ein bisschen meine Ernährung näher zu bringen. Ich habe ja doch einiges abgenommen. Das ist mir letztens nochmal bewusst geworden, als ich alte Fotos geguckt habe. Ich habe das ja gar nicht so gesehen, aber wenn ich jetzt zurückgucke, ich habe mich ultra erschrocken. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe mir gesagt, du darfst nie wieder so aussehen. Das war wirklich schlimm, dass ich mich da überhaupt wohlgefühlt habe. Aber ich sehe sowas einfach nicht. Ich habe nicht das Auge für sowas. Also Leute, ihr wollt sie sehen? Ich zeige sie euch. Die kleine Engelsmausi. Was machst du so? Chillst du hier? Ich liebe das, wie die immer so frech ihre Foto so rauslegt. So gerade raus. So, ich entspanne hier gerade. What do you want from me? Mein Engelchen. Boah, hast du ein hübsches Gesicht? Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß es doch, mein Schatzi. Guckt sie euch an. Du bist doch mein ganzer Stolz, hm? Das bist du doch, meine Kleine. So Leute, ich bin fertig mit dem Frühstück und jetzt werde ich euch als nächstes zeigen deine Düfte. Meine Düfte zeige ich euch. Und zwar, gut, ich muss jetzt mal kurz, also ich habe viele Düfte, aber aktuell benutze ich eigentlich nur 3 Stück. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt, weil das jetzt meine aktuellen Favoriten sind. By the way, ich bin richtig schlecht, was so Düfte beschreiben und so angeht, also das könnt ihr euch abschminken, dass da jetzt was Professionelles bei rumkommt. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Und zwar ist das von Moschino der Toy-Duft. Warte mal, wie heißt der denn genau? Ah, gute Frage. Toy 2 oder so? Auf jeden Fall ist das so eine sommerliche Edition. Und den trage ich am liebsten im Urlaub. Das ist einfach mein Urlaubsduft. Der riecht so richtig sommerlich und frisch, so leicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber den liebe ich extrem. Dann, den hier benutze ich super, super gerne im Alltag. Das ist von Michael Kors, der Gorgeous Duft.
Der ist so ein bisschen schwerer, süßer, aber trotzdem finde ich für den Alltag perfekt geeignet. Also liebe ich auch. Den sprühe ich mir wirklich jeden Tag drauf. Und dann auch nochmal so Urlaub und besondere Anlässe, vor allem abends, liebe ich den. Das ist von Soam, der Oud Blanc. Und das ist für mich ein richtig, richtig außergewöhnlicher Duft. Der erinnert mich so ein bisschen an so Tom Ford Düfte, weil der auch so interessante Noten drin hat, die ich euch natürlich nicht beschreiben kann. Aber für mich hat der irgendwie so ein Ibiza-Räucherstäbchen-Duft. Und das, was ganz Besonderes, das mag auf jeden Fall nicht jeder. Aber das Gute ist, die haben auf der Seite auch so ein Testpaket. Da kommt dann so ein kleiner Tester mit. Und wenn ihr das dann doch nicht mögt, dann könnt ihr den Duft, den unangebrochenen, zurückschicken. Aber konnte das am Tester halt testen. Das finde ich ganz geil, weil den gibt es, glaube ich, nicht in der Parfümerie. Die beiden gibt es natürlich ganz normal bei Douglas, Flaconi und so weiter. Ich bekomme übrigens aktuell vermehrt immer wieder Fragen zu meiner Handyhülle. Zwar ist das diese hier. Und ich beantworte euch das jetzt auch nochmal in diesem Video. Die hat so ein Dior-Muster. Ich glaube, die gibt es aber so original nicht von Dior. Die habe ich aus einem Insta-Shop, Broke But Bougie. Habe ich aber schon in meiner Story gesagt, dass ich den nicht empfehlen kann. Weil ich hatte schon mehrere Handyhüllen von denen und die sind immer super schnell kaputt gegangen. Und die hatte ich jetzt vielleicht 2 Wochen oder so drauf. Schwierig, Leute, seid ihr ehrlich. Und wenn wir sowieso schon beim Handy sind, dann beantworte ich direkt die nächste Sache. Und zwar, Paulina, zeig uns deine Apps auf dem Handy. Das ist auf jeden Fall mein Hintergrund, das ist mein Freund mit Nala auf Ibiza. So, ich zeige euch jetzt mal meine Apps. Ich finde das super unspektakulär und ich habe das auch nicht großartig toll irgendwie angeordnet. Ich hoffe, man kann das überhaupt erkennen. Und dann habe ich hier einen Ordner mit Social. Da ist einmal mein E-Mail-Programm drin, meine YouTube-App, meine YouTube-Studio-App, also wo man so Videos managen kann und so. Dann Pinterest und Facebook. Das benutze ich aber nie wirklich. Ich habe es irgendwie für Geburtstage mir einfach nur nochmal runtergeladen. Dann habe ich hier einen Fotoordner. Da sind meine ganzen Bearbeitungs-Apps drin. Facetune, PicsArt, VSCO, Unfold, Nomo. Da kann man so richtig geile Disposable-Kamerafotos bearbeiten. Unum ist so ein Feed-Planner. Tezza, Prequel, iMovie für Videos, Snapseed und Dascam. Dascam ist auch für so coole Retro-Bilder. Also, falls ihr euch fragt, womit ich meine Bilder bearbeite, mit all diesen Apps und ich benutze nie die gleichen Filter und in letzter Zeit benutze ich gar keinen Filter eigentlich auf meinen Bildern. So Leute, Shopping ist mein nächster Ordner, da ist Amazon drin, AliExpress, da bestelle ich ab und an mal was für Nala oder für mich. Da gibt es echt manchmal ganz gute Schnapper, die in Insta-Shops vielleicht das Dreifache kosten. Dann H&M und Depop, ich habe eigentlich noch Zara, ASOS und so, aber ich hatte letztens keinen Speicher, deswegen musste ich das löschen. Dann hier Musik, keine Ahnung, warum das so heißt. Ne? Hier so langweilig, Clubhouse braucht kein Mensch. Das ist unsere Podcast-Plattform. Ja, halt alles, was man so braucht. Und dann auf der Seite ist auch alles richtig random. Meine IPL-App, meine App von meinem Staubsaugroboter, Google Übersetzer, meine O2-App, die Coaster-App. Für Sternzeichen Interessierte wahrscheinlich ganz interessant. Dann hier Food, ich liebe Flink. Die kann man gar nicht benutzen, die finde ich auch scheiße. Eigentlich benutze ich immer nur Flink und ich liebe Flink. Hier ist noch mein Travel-Ordner. Karten, VR-App, Uber, Tier, Booking.com und Airbnb. Und ach, keine Ahnung, ich finde es irgendwie eigentlich überhaupt gar nicht interessant, aber ihr wolltet es sehen. Deswegen zeige ich euch hier noch 2 Immobilien. Apps, Sticker-Maker für witzige WhatsApp-Sticker und meine Dateien. Also mein Handy ist komplett messy, aber was soll ich machen? Ich weiß, das wird hier ein halber Hundevlog, aber wie kann man so süß sein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Guck mal, ich kraule dich jetzt mal am Kinn, ja? Nicht ablecken. Na, guck mal so. Ja, das magst du nämlich so gerne, ne, mein Engel. Oh, ich. Das liebt die, wenn die ihren Kopf nach hinten macht. Guck mal, ihre Zähne, wie süß. Mein Engelchen, ja. Jetzt, wo ich schon mal im Schlafzimmer bin, ich habe hier übrigens neue Schränke, weil mein Kleiderschrank komplett überfüllt war. Ich konnte meine Wäsche nicht mehr in den Schrank räumen, weil da kein Platz mehr war. Also nicht mal ein Müh, da hatte nicht mal ein Top mehr reingepasst. Deswegen musste ich mir jetzt diese Kommoden holen von Ikea. Das ist eigentlich das Billigregal von Ikea. Mit Türen dran. Ja, ich finde es aber mega cool, weil das genau in diese Ecke hier gepasst hat von den Maßen. Seht ihr das? Da ist ja so eine Lücke und jetzt geht die Wand halt hier so quasi direkt weiter. Das finde ich mega. Ja, auf jeden Fall musste ich auch radikal aussortieren und jetzt habe ich gute News für euch, denn ich werde einige meiner Teile, die noch sehr, sehr gut erhalten sind und wo ich weiß, dass ihr sie mögen werdet, bei Depop verkaufen. Ihr kennt Depop wahrscheinlich schon. Das ist eine sehr, sehr coole App, wo man einfach seine Klamotten, die man nicht mehr trägt, verkaufen kann. Bei mir ist es so, ich liebe alle
alle meine Sachen und ich möchte nichts aussortieren und ich behalte die auch meistens 5 Jahre lang und merke aber dann, dass ich sie kein einziges Mal angezogen habe, weil ich jeden Tag das Gleiche anziehe. Das ist so schlimm bei mir. Ich habe so unglaublich tolle Sachen, aber ich habe das Gefühl, bei anderen sind die einfach besser aufgehoben, weil ich sie kaum trage. Genau, deswegen habe ich jetzt ein bisschen was aussortiert und werde das dort verkaufen. Ich zeige euch jetzt gleich mal so ein bisschen, was ich aussortiert habe. Ich habe mir dort auch einige Sachen geshoppt, die ich richtig geil fand. Und das zeige ich euch gleich alles. Falls ihr euch fragt, wie Depop überhaupt funktioniert, da kann wirklich jeder einfach seine Sachen verkaufen. Ihr geht einfach auf die Webseite, erstellt euch einen Account, verbindet den mit eurem Konto oder mit eurem PayPal oder mit was auch immer und dann könnt ihr schon anfangen, eure Sachen zu fotografieren und die dort einzustellen. Es ist immer besser, ein paar mehr Bilder hochzuladen als zu wenig. Den Rest macht eigentlich Depop mit euch, also ihr müsst nicht mit den Leuten verhandeln oder so, sondern ihr stellt den Preis rein und die Leute kaufen es halt oder auch nicht. Und dann müsst ihr die Sachen nur noch an die Leute, die es gekauft haben, versenden. Also es ist ein super einfaches Prinzip und ich wollte euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, wie die Depop-App so wirklich aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus und ich liebe sowas, wenn einem halt nochmal Sachen vorgeschlagen werden, die einem gefallen. Ich liebe zum Beispiel diesen Rock. Ich bin eigentlich schon voll lange auf der Suche nach einem Tennisrock. Vielleicht will ich den haben. Ich weiß es nicht. Ich muss mir nochmal überlegen. Hier seht ihr auch, ne, habe ich nach pinken Hemden gesucht. Habe ich ja auch eins von geholt. Dann liebe ich auch diese Jacken, diese Oversized College Jacken. Hier könnt ihr dann, wenn ihr unten auf die Lupe gebt, einfach eure Suchbegriffe eingeben. Das war übrigens der Account von dem Mädchen, die Sachen selber näht. Alina Makridis. Also falls ihr daran interessiert seid, checkt das auf jeden Fall aus. Sie hat richtig coole Sachen. Also da könnt ihr euch wirklich komplett austoben. Da gibt es alles, was euer Herz begehrt. Von Designer-Stuff bis zu preiswerteren Alternativen. Und vor allem, da die Sachen halt meistens Vintage sind, sind die nochmal etwas günstiger, als wenn ihr die jetzt so kauft. Und es ist halt nachhaltiger. So, und ich zeige euch jetzt mal ein paar Teile, die ich bei Depop auf jeden Fall verkaufen werde. Und zwar ist das zum einen dieser wunderschöne Blazer hier. Der ist in Größe 42, also so richtig schön oversized. Ich glaube, kleinere Mädels können den sogar als Kleid tragen. Bei mir ist er dafür leider ein bisschen zu kurz. Ich habe den jetzt einfach mit so einer Jogging-Shorts kombiniert und ich finde ihn wunderschön, aber ich habe ihn einfach zu selten getragen. Ich habe auch noch einen anderen weißen Blazer. Deswegen wird er auf jeden Fall bei einer von euch besser aufgehoben sein als bei mir im Schrank, wo ihn kaum einer beachtet. Dann haben wir hier so eine Auswahl an Sommerkleidern. Das habt ihr geliebt, als ich das mal auf Insta anhatte, das auch. Und das auch. Also ich weiß, dass ihr die Sachen alle toll findet. Dann habe ich hier sogar noch einige Sonnenbrillen, die ich aussortiert habe, weil ich wirklich, wirklich zu viele habe. Dann hier noch so ein paar Tops. Das hatte ich zum Beispiel noch nie an. Das auch nicht und das auch nicht. Also das ist hier so ein getwistetes schwarzes T-Shirt. Hier das mit diesen Neon-Akzenten habe ich eigentlich mir zum Sport machen gekauft, habe es dann aber irgendwie nie angezogen. Und das hier ist so richtig cozy, auch extrem weich, so zum Zuhause chillen oder auch für den Sommer mega süß. Und dann hier sogar noch eine Auswahl an vielen, vielen Hosen, die mir leider Gottes zu groß sind und die ich auch einfach teilweise nicht mehr angezogen habe, weil ich einfach viel zu viel habe. Diese Hose, ne, Leute. Ihr habt die so abgefeiert, als ich die bei Insta letztens gepostet habe. Das ist so eine pinke Lackhose. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen was angezogen. Einige von euch hatten übrigens in diesen Fragen-Tab geschrieben, zeig uns deinen Kleiderschrank. Aber Leute, das wäre viel zu viel für dieses Video. Deswegen zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt. Und zwar sind das die Sachen, die ich jetzt ganz neu in meinem Kleiderschrank habe, die ich bei Depop geshoppt habe. Und ich muss sagen, ich bin so happy damit, weil das auch einfach außergewöhnliche Sachen sind, die ich auch noch nachhaltig geshoppt habe. Also das ist auch nochmal ein Pluspunkt, den ich wirklich super finde. Und zum einen ist das dieses richtig coole Hemd hier. Das ist ein Hemd von Hilfiger in Größe 2XL. Und ich trage das halt voll gerne über so sommerlichen Outfits. Ich liebe die Farbe. Ich habe schon vor lange so eins gesucht. Die waren aber nie lang genug. Und jetzt habe ich das dort gebraucht, einfach gekauft. Viel günstiger, als es original gekostet hätte. Und darunter trage ich diesen wunderschönen Rock. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt. Das ist so ein Wickelrock. Und den habe ich aus einem Depop Shop, wo das Mädchen die Sachen selber näht. Also das finde ich auch richtig cool, sowas zu unterstützen. Okay, also mein Oberteil ist leider ein bisschen durchsichtig, deswegen halte ich da jetzt mal was vor. Aber hier könnt ihr den Rock nochmal besser sehen, ne? Wenn man sich so bewegt. Sieht es auch so richtig schön aus. Ich liebe einfach diesen Rock. Der ist so richtig sommerlich, verspielt, girly. Und da kann man immer ein schönes Hemd drunter ziehen. Einfach mit so einem Bralette, wie ich das jetzt anhabe. Und dann passt das. Dann hat man wirklich das perfekte Sommeroutfit. Okay, back to reality. Weil es einfach komplett kalt draußen ist, habe ich mir noch diesen Sweater hier bestellt. Das ist so ein Vintage-Fleece
Half-Zip-Pullover. Der ist in so einem richtig schönen cremefarbenen Ton. Ist wie gesagt Vintage. Also ich kenne die Marke auch überhaupt nicht. Aber das finde ich halt gerade cool, dass das so richtig besondere Teile sind. Und den habe ich jetzt mal kombiniert mit einer Hose, die ich verkaufe. Und zwar ist das auch so eine weiß-cremefarbene Jeans. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, auch an den Knien, ist die mir leider viel zu groß. Oh Gott, ich habe nur eine Hand frei, aber auch hier am Bauch ist da sehr, sehr viel Platz. Ich liebe diese Hose zwar, aber mittlerweile passe ich da einfach nicht mehr rein. Deswegen wird die auf jeden Fall einem von euch sehr, sehr gut gefallen. Ich werde euch auf jeden Fall meinen Depop Shop unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr dort mal vorbeischauen, alle Sachen sehen, die ich dort verkaufe und vielleicht, wenn euch was gefällt, mir etwas abkaufen. Wie ich das gemacht habe, dass ich so coole Sachen gefunden habe, ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach Vintage, Oversized Shirt, Oversized Pullover, Hoodie, alle möglichen Suchbegriffe eingegeben. Und auch Jewelry, ne, die haben da so, so schöne Schmucksachen. Also gebt einfach die Sachen ein, auf denen ihr nach der Suche seid. Boah, ich kann gerade irgendwie gar nicht reden. Und dann findet ihr da auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sachen. Wie gesagt, es ist halt super nachhaltig. Ich finde den Shop auch einfach gut aufgebaut. Das Prinzip ist wirklich toll. Da müsst ihr mit den Leuten gar nicht mehr groß verhandeln, sondern das sind einfach feste Preise. Ihr könnt auf Kaufen gehen und dann ist es euers. Und die versenden das auch immer schnell. Zumindest die Leute, mit denen ich Erfahrung gemacht habe. Ihr habt ja auf meinem Handy gerade gesehen, dass ich Depop als App nutze. Falls ihr aber keine App euch runterladen möchtet, könnt ihr auch ganz normal auf die Seite gehen. Wie gesagt, Link ist unten in der Infobox und jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem, was ich euch zeigen soll. Eine von euch hat geschrieben, ich soll euch die Handtasche zeigen, die ich auf dem Flug nach Palma getragen habe und das ist diese hier. Die habe ich auch tatsächlich in Palma gekauft und die ist dort von New Yorker gewesen. Die gibt es garantiert auch hier. Ich fand die halt richtig schön mit diesem goldenen Detail, diese Farbe, dieses cremefarbene mit der Steppung und dem Leder, ne, ist natürlich kein echtes Leder, aber ich fand, die ist ein richtig, richtig schönes Designer-Dupe, was jetzt nicht so komplett abgeguckt ist. Und ja, mir gefällt die sehr gut und von der Qualität kann ich bisher auch nichts Schlechtes sagen. Und die hat nur 17 Euro gekostet, also there you go, New Yorker. Das nächste hat was mit Interior zu tun. Und zwar hat eine geschrieben, zeig mir dein ältestes Wohnungsstück. Und da fällt mir gerade das hier auf. Das ist ein ganz anderes Thema. Da spricht mich auch jeder drauf an, der hier hinkommt. Es könnte sein, dass das älteste Teil in meiner Wohnung ist. Aber tatsächlich glaube ich, dass es was anderes ist. Moment. Und zwar diese Lampe hier. Und zu der bekomme ich immer so viele Fragen, wenn die irgendwo im Hintergrund zu sehen ist. Das ist einfach so eine Vintage-Stehlampe, so eine Bogenlampe. Die hat meine Mutter, glaube ich, sogar schon gebraucht bekommen, gekauft. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt, aber sie hat sie mir netterweise für unsere Wohnung gegeben. Und ich liebe diese Lampe. Das Gold hier ist natürlich schon abgegangen und so, aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, sowas hat richtig Charakter mit dem goldenen Fuß. Und ich liebe halt auch die Farbe von dem Schirm. Ist wirklich auch eines meiner Lieblingsstücke und eines der ältesten Sachen. Okay, es wird deep. Das nächste war, zeige ein Bild, wo du dich richtig hübsch und eins, wo du dich richtig hässlich fühlst. Und ich habe ja eben schon angeschnitten, dass ich letztens so Bilder gefunden habe, wo ich halt gesehen habe, dass ich echt viel gewogen habe, was ich ja damals gar nicht so wahrgenommen habe. Und auf den Bildern, also die finde ich wirklich schlimm. Und für Außenstehende ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm und die denken vielleicht, ich übertreibe. Aber ich finde mich im Nachhinein darauf so hässlich, obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt gar nicht hässlich gefühlt habe. Ich muss es kurz raussuchen. Ich bin gerade ein bisschen lost in meinem Handy hier. Leute, da fällt mir gerade was Lustiges auf. Ich bin jetzt gerade in dieser Zeit beim Bildergucken und da hat mir einfach die Cargohose gepasst, die ich jetzt bei Depop verkaufe. Da trage ich die. Und auch diese Hose von Zara hier, die ich auch verkaufe. Diese Leder-Lookalike beige Hose. Richtig crazy. Das waren noch Zeiten. Okay, ich habe es gefunden. Sorry, Leute. Es gibt noch schlimmere. Die sind bei meinem Freund auf dem Handy. Aber das hier fand ich damals mega schön. Und ich finde mich da einfach absolut schrecklich mittlerweile. Dieser Arm ist einfach nur extrem breit. Der ganze Bauch, es sieht alles so zusammengequetscht wie so eine Leberwurst aus. Das bin eigentlich nicht ich, weil ich bin vom Typ her eigentlich eher schlank. Dieses Bild schockiert mich einfach extrem. Und ein Bild, auf dem ich mich extrem hübsch finde, das ist wirklich eines meiner allerliebsten Bilder von mir. Ich glaube, auf der Kamera wird das nicht so gut eingefangen.
aber das habe ich auch bei Insta als Profilbild und das liebe ich. Da habe ich mich extrem schön gefühlt. Was ich aber im Gegensatz dazu auch noch sagen möchte, ist, dass dieses Bild, was ich als Hintergrund für jetzt diese Zeig-uns-Umfrage genommen habe, das liebe ich auch und da bin ich komplett ungeschminkt. Also finde ich auch sehr, sehr schön einfach. Ja, also ich finde mich sowohl geschminkt als auch ungeschminkt hübsch. Ich muss jetzt leider gleich los, weil ich mit meiner Freundin verabredet bin. Aber ich dachte, einen machen wir noch. Und zwar, Paulina, zeig uns dein Lieblingskinderbild. Und dafür muss ich jetzt erstmal hier an meinen Schrank, den ich ja gestern neu aufgebaut habe. Da ist nämlich hier unter diesem Dings, wow, ein Fotoalbum. Das hat meine Mutter mir zum 18. Geburtstag geschenkt. Und da gucken wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Hab's gefunden. Das ist wirklich mein Lieblingsfoto, glaube ich, von meinem Bruder und mir. Wir haben an Weihnachten immer mit meinem Vater und meiner Mutter, wow, mit meinen Eltern, mit meinen Eltern zusammen, so ein Weihnachtsfotoshooting gemacht. Und meine Mama hatte so Wolken aus Holz so selber gemacht und die angemalt. Die waren auf der einen Seite blau, auf der anderen rosa. Dann hier so Merry Christmas und dann hatten wir oft auch so weihnachtliche Sachen an. Hier hatte ich jetzt ein Krönchen und ein Tütü an und so Ballettschuhe. Ich finde das einfach richtig süß und mein Dicky-Bruder, der früher so ein kleiner Dicky war, ist auch mit drauf. Und das ist einfach für mich eines der schönsten Fotos. Me gusta mucho. Und diese pinke Krone, Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich diese Krone geliebt habe. Allgemein meine Ballett-Outfits. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag darin rumgelaufen. Das Bild mag ich aber auch mega gerne. Da ist hier rechts mein Papa mit drauf. Das war auch so ein Weihnachtsbild. Seht ihr mit diesen Wolken im Hintergrund, aber aus einem anderen Jahr. Das finde ich auch mega, mega süß. Hello, ladies and gentlemen. Ich habe gerade mega fett in irgendwas Klebriges gebracht. Und irgendwas ist auf dem Boden auch klebrig. Gefällt mir. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Ich war mit meiner Freundin in der Stadt. Wir haben was Leckeres gegessen. Ich habe so eine richtig geile Bowl gegessen mit Lachs und Avocado. War richtig lecker und gesund. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Und jetzt bin ich wieder bei Kaum und ich wollte euch ganz kurz was zeigen, nämlich mein Outfit. Also man kann sich so viel erkennen, aber ich möchte eine Story zu dieser Lederjacke erzählen. Und zwar habe ich mir die bei Naked geholt vor 2 Jahren. Oder vor einem Jahr. Also ist auf jeden Fall schon etwas länger her. Und dann dachte ich, mir so, boah, die ist so cool. Und dann hatte ich die irgendwie anprobiert und dachte mir so, boah, die gefällt mir irgendwie doch nicht. Aber habe sie nicht zurückgeschickt, sondern habe sie halt behalten und habe die dann irgendwie aussortiert im Laufe der nächsten Monate. Und seitdem war die bei mir im Aussortiert-Haufen. Und dann, jetzt wo ich gucken wollte, was ich bei Depop verkaufe, habe ich so gedacht, komm, probier die nochmal an. Jetzt habe ich die anprobiert. Einfach meine neue Lieblingsjacke gefunden. Mega nice. Die ist so kürzer. Ist sie nicht einfach schön? Ich finde, die passt wirklich perfekt zu diesem Outfit, was ich habe. Zu diesem Dings hier. Hoodie, sage ich jetzt mal. Mit der passenden Hose. Warte, ich zeige euch das im Spiegel. So, das ist Hoodie mit passender Hose von Naked. Das ist so eine weite Hose. Die gefällt mir richtig gut. Die fällt so schön. Ich finde beide Sachen einfach absolut Hammer. Und zwar hat jemand geschrieben, zeig uns bitte den Inhalt deiner Tasche. Und ihr wisst ja, dass ich ein Messi bin, deswegen ist es jetzt auch kein Problem. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach, weil ja, könnt ihr ja schon von mir. Das ist übrigens meine Tasche, die ich heute dabei hatte. Das ist einfach die geilste Tasche ever. Also wirklich, die habe ich von Fashion Drug. Die habe ich jetzt bestimmt 4 Jahre. Ich habe die so oft getragen, da ist wirklich nichts mit passiert. Das Gold geht nicht ab. Ich hatte die schon überall im Urlaub mit. Die hat die perfekte Größe. Die ist auch richtig fest und ich finde, die sieht auch so hochwertig aus. Ich liebe, liebe diese Taschen. Ich habe die so unterschätzt. Und ich zeige euch jetzt noch, was da drin ist. Und zwar als allererstes meine Kopfhörer. So ganz wichtig, wenn ich in der Bahn sitze und irgendwie ein Reel schneide oder so. Dann natürlich eine Maske, die schon richtig ekelhaft ist. Taschentücher. Ich bin nämlich so ein Patient, dem oft die Nase läuft oder der oft niesen muss. Dann mein Cardholder. Das ist auf jeden Fall mein Cardholder und den habe ich, ich habe den bei AliExpress bestellt. Und das ist ein, der ist so pink aus Kunstleder und da habe ich mir so meine Initialen reinmachen lassen in Gold. P. P. Finde ich mega cool. Den habe ich auch schon echt lange. Und dafür, dass der nur 5 Euro gekostet hat, ist die Quali echt super. Also könnt ihr da mal nachschauen. Ah ja, hier mein Dingens von der Louis Vuitton Neverfull. Da habe ich immer alles drin und das tue ich einfach in jede Tasche rein. Das ist voll praktisch. Kaugummi. Und hier drin ist
Mein Lip Liner von Kaya, der Sonoran, der ist unnormal geil. Dann dieser Lippenstift von Essence, die Farbe 08, der ist so warm. Dann von Kaya der Lippenstift in der Farbe 90s Vibe heißt die Farbe, sorry. Auch komplett geiler Lippenstift, den hatte ich auch heute übrigens drauf. Falls ihr euch gefragt habt, was meine Lippenkombi war. Genau das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und da mache ich halt immer noch den so ein bisschen drüber, weil der so einen wärmeren Ton gibt. Wisst ihr, was ich meine? Na gut, Lip Liner habe ich jetzt nicht nachgetragen, aber was soll der Geiz. Dann habe ich komischerweise hier noch meine roten Lippenstifte drin, die ich letztens zum Essen gehen dabei hatte. Habe ich nicht rausgeräumt. Noch eine FFP2-Maske, ganz viel Kleingeld. Desinfektionsmittel und noch mehr Kleingeld und OBs und einen roten Lip Liner, genau. Und das war es auch, was in meiner Tasche ist. Und hier passt wirklich, wirklich viel rein, weil ihr müsst euch vorstellen, die ist halt schon relativ groß. Dennoch ist es keine Riesentasche, ne? Also, so, ja, die sieht jetzt riesig aus, aber die ist wirklich so groß. Und die ist aber auch relativ tief und einfach, also, oh, Leute. Ich werde die euch in der Infobox verlinken. Ich liebe diese Tasche. Ich will die zerquetschen. Sah auch zu meinem aktuellen Lieblingsoutfit auch einfach Hammer aus. Ich werde es meinem Freund Matcha machen. Und dann zeige ich euch das nächste. Okay, next one ist, zeig uns deine Schminksammlung. Wenn ihr wüsstet, was das für eine Katastrophe ist, würdet ihr danach nicht fragen. Aber ich zeige sie euch jetzt trotzdem. Und zwar fängt das Ganze schon hier an, auf meinem Schminktisch. Das sind meine Produkte, die ich im Alltag verwende. Da habe ich wirklich alles drin, was ich so täglich benutze. Genau. Ich finde dieses Case übrigens mega schön. Ist auch von Kaya. Ist meine neue Lieblingsbrand, falls ihr es gesehen habt. Ja, ganz toll. Für meine Pflege habe ich jetzt noch keine Aufbewahrung gefunden. So, und ich habe ja hier, oh Gott, die ist so voll dreckig, die Alex-Kommoden von Ikea rechts und links. Und hier in der obersten sind meine ganzen Base-Produkte drin. Also nicht alle, die ich habe, aber alle, die hier reingepasst haben. Ihr seht, also es mehr passt auf gar keinen Fall da rein. Das ist komplett bis oben hin voll. Hier habe ich meine ganzen Foundation-Sachen, also bis hier. 10.000 verschiedene Foundations. Dann haben wir hier alles, was Bronzer und Puder angeht, also so Baking Powder. Dann haben wir hier Highlighter und Blush. Das ist wirklich die ganze Reihe hier. Und hier haben wir nochmal so Flüssig-Highlighter, Primer, ja, alles, was so Glow und Primer angeht. Und dann hier zwischendrin irgendwo noch gequetscht meine Concealer. Also es ist super unordentlich. Ich habe einfach nicht mehr Platz. Ich muss mir da nochmal was überlegen. Ja, das sind meine Base-Produkte. Dann haben wir die nächste Schublade. Und zwar ist das diese hier. Und die ist einiger... Naja, also bis hier ist sie halt geordnet. Und zwar sind hier auf der Seite matte Lippenprodukte in Nude-Farben. Also Lip Liner, Lippenstifte, Liquid Lipsticks, alles in matt. Dann haben wir in der Mitte nude-farbene Lippenprodukte bzw. Lipglosse. Alles, was glossy ist, was scheint, was glänzt und glitzert, ist hier in Nude drin. Und hier ist meine kleine Abteilung mit bunten Farben. Also hier habe ich was graublaues, grün, ganz viel rot und pink, rosa. Ja, so die flippigen Sachen. Und dann hier ganz hinten wird es wieder chaotisch. Hier sind nämlich einzelne Lidschatten, Pigmente und so Eye-Sticks, mein Anspitzer, Wimperntuschen, Kajal, Eyeliner. Alles ist hier so mega reingequetscht. Auch das ist wirklich bis oben hinzu. Also manchmal hakt das sogar schon. Auch dafür muss ich mir was überlegen, aber mit dem vorderen bin ich auf jeden Fall aktuell sehr zufrieden. Und auf der anderen Seite haben wir dann meine Schublade, wo meine ganzen Paletten drin sind und auch Wimpern. Boah, es ist so assi, ne? Hier fliegt einfach so eine einzelne Wimper rum. Ich weiß auch nicht, woher die kommt. Ja, hier sind Gesichtspaletten drin, hier so Blush-Palette, Lidschattenpaletten, hier auch von Urban Decay. Hier ist meine Augenbrauenseife drin, meine Wimpern aller Art. Ihr seht, hier fliegen auch manchmal einfach so welche rum. Dann ist hier Wimpernkleber drin. Also wirklich alles, was sich um Augen und Wimpern dreht. Und auch so ein paar Paletten halt fürs Gesicht, ne? Auch die hier, ne? Leute, ich weiß, es nervt vielleicht, aber ihr müsst Kaya ausprobieren. Auch diese Palette ist einfach krank. Das nächste, was ich euch zeige, ist meine Planner. Das hat nämlich jemand gefragt, wie ich alle meine Sachen plane und organisiere. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe da nämlich drei verschiedene und ich zeige euch das jetzt. Ich muss euch kurz aufstellen. Bitte beachtet nicht den Müll hier hinten. Das ist noch von dem
Billigregal, das muss ich gleich noch wegräumen. Zum allerersten habe ich einmal dieses Notizbuch hier, das habe ich mal bei Urban Outfitters gekauft. Das habe ich schon super lange, ist jetzt auch endlich mal halb voll und da schreibe ich alles rein, was mit meinem Job zu tun hat. Also mit Instagram und YouTube, alles, ja, alles plane ich da, meine Kooperation trage ich da ein, wofür ich schon Rechnungen geschrieben habe, wofür nicht, was so meine Videoideen sind, also wirklich alles Mögliche. Manchmal auch so Finanzkram, wenn ich irgendwas ausrechnen muss. Und dann habe ich noch zwei ganz besondere Bücher, sag ich mal. Und zwar sind das die von Caro. Leute, die sind so unglaublich wunderschön. Das hier ist der ganz normale Planner. Good Things Take Time in Gold. Und das ist blau. So eine richtig schöne Oberfläche. Und den Planner, den benutze ich halt für mein Privatleben, sag ich mal. Ne? Da trage ich alles ein, was so... Ja, perfekt. Also mein Akku ist leer gegangen. Ich weiß auch nicht, wo ich war. Ich glaube, ich habe euch erzählt, dass ich in den Planner von Caro immer meine privaten Angelegenheiten schreibe. Und da sind halt auch so coole Sachen. Ich zeige euch das mal auf einer leeren Seite. Ah ja, genau. Hier. Ihr habt ja einmal wichtige Termine diese Woche. Könnt ihr hier eintragen. Junge, kann man da überhaupt was sehen? Och, danke. Was ist das denn gewesen? Dann hier die einzelnen Tage. Dann habt ihr hier allgemeine To-Dos. Und ihr könnt unter jedem Tag auch nochmal ankreuzen, wie euer Mindset an dem Tag war. Und tatsächlich, während ich das gemacht habe, war mein Mindset immer auf dem höchsten. Weil wenn man sich mal so richtig darüber Gedanken macht, wie man sich an dem Tag so gefühlt hat und wie das Leben so ist und so, ist mir jeden Tag bewusst geworden, dass ich ganz schön viel Glück habe in meinem Leben, da zu sein, wo ich jetzt bin, dass ich eine tolle Familie um mich herum habe, ganz, ganz tolle Freunde und dass ich alles habe, was ich brauche, dass es mir an nichts fehlt. Und dann dachte ich immer, du kannst nichts anderes machen, als bei Mindset einfach die 3 eintragen. Und dann habe ich jetzt relativ neu von Caro, das hat sie ja vor kurzem rausgebracht, das Tagebuch. Das ist in so einem ja, hellen Grünton mit Take Your Own Time drauf, auch wieder in Gold. Das Design ist wirklich 1A Spitzenklasse. Und das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Das ist einfach ein Tagebuch, ne, wo auch so Fragen spezifisch drinstehen, die man dann beantworten kann. Wofür bin ich dankbar? Was habe ich mir heute Gutes getan? Und so alles Mögliche. Und das finde ich halt super toll, solche Sachen zu haben, um einfach auch, und das habe ich bei dem Planner von Caro gemerkt, so ein bisschen dankbarer für das zu sein, was man hat. Und ich glaube, das ist hier auch nochmal richtig gut mit drin vertreten. Die Sachen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, um euren Alltag ein bisschen besser zu machen. Wir stehen jetzt vor unserem Kleiderschrank. Man kann nicht viel erkennen, weil, ja, der ist halt einfach weiß, dass der Pax-Kleiderschrank von Ikea. Und einer hat geschrieben, ich soll euch mein liebstes Kleidungsstück von meinem Freund zeigen. Also was ich ihm immer klaue. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe was gefunden. Bitte entschuldigt die Lichtverhältnisse bei uns im Schlafzimmer. Es ist immer mega dunkel. Und zwar ist das, glaube ich, wirklich das Lieblingsteil, also was ich immer gerne meinem Freund klaue. Und zwar ist das ein schwarzer Hoodie von Boohoo Man. Und der sieht jetzt so unspektakulär aus. Aber ich muss sagen, schwarzer Hoodie ist wirklich so ein krasses Must-Have, was ich wirklich immer tragen kann. Aber der hat halt noch einen Twist, weil der hat auf der Rückseite einen richtig geilen Print. Und zwar diesen hier. Ich finde den einfach so, so schön, diesen Pullover. Den hat er auch schon echt ein bisschen länger und ich ziehe den immer, immer wieder an. Er liebt den auch. Also damit kann man wirklich nichts falsch machen. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Kommen wir zu meiner aktuellen Skincare-Routine. Und zwar wisst ihr, dass ich ein riesiger Fan von Drunk Elephant bin. Und genau das benutze ich auch aktuell immer noch. Das Proteini-Serum und die Proteini-Creme. Beides in Kombination benutze ich jeden Morgen. Abends benutze ich das auch oft, weil ich jetzt aktuell keine spezifischen Nachtprodukte mehr habe. Die sind gerade leer gegangen. Damit bin ich super zufrieden. Dann benutze ich noch ab und an, jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber so jeden zweiten, die Retinol-Creme, also so eine Erbsengröße. Die mische ich dann in die Creme und dann trage ich das auf die Haut auf. Danach, das habe ich jetzt vergessen, Moment. Danach auf jeden Fall immer Lichtschutzfaktor auftragen. Da benutze ich von Nivea diese Creme mit Lichtschutzfaktor 50. Ich muss aber sagen, dass mir die nicht so gut gefällt, weil mein Gesicht danach so einen weißen Schleier hat. Und ich frage mich, ob es Sonnencremes gibt, bei denen das nicht der Fall ist. Und dann als Augencreme diese von Fenty, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und dazu kommt halt dieser Roller und damit trage ich immer meine Augencreme auf. Ich mache das nie mit den Fingern, weil das hier viel erfrischender ist. Und irgendwie ist das so eine Art Ritual bei mir geworden. Und das, genau, ist das, was ich aktuell benutze. So, ich würde sagen, ich mache jetzt die letzte Kategorie.
Und zwar deine Lieblingsohrringe und woher du sie hast. Und das sind wirklich diese hier. Also ich habe sehr, sehr viele Lieblingsohrringe, aber das sind wirklich die, die ich am meisten trage. Ich erwische mich dabei, wie ich die wirklich jeden Tag reinmache. Und die sind von Pure Lay. Die habe ich mir damals bestellt gehabt, weil ich halt weiß, dass Pure Lay eine super Qualität hat. Die haben mir vom Modell am besten gefallen. Ich liebe halt goldene Kreolen und die hatten die perfekte Größe. Ich finde, die hätten noch ein bisschen dicker sein können, aber das war auf jeden Fall das Beste, was ich gefunden habe. Und meine ganzen Kreolen von Blair Jewelry, also vor allem diese hier, die Serena-Ohrringe, die kennt ihr ja von mir, die liebe ich auch extrem. Ich zeige euch mal ganz kurz meinen Schmuck. So, hier ist mein ganzer Schmuck, das habe ich übrigens selbst gemacht, dieses Ding, also das war so ein Pflanzenuntersetzer und da habe ich einfach so mit so einer Technik so, ja, so einen Terrakotta-Look rausgemacht, aber mir gefällt das richtig gut. Ja, die ganzen, auch die Glitzerohrringe von, also Glitzerkreolen von Blair. Jetzt könnt ihr die sehen, ne? Also die sind richtig schön, die sind halt auch von hinten mit Steinen besetzt. By the way, es kann sehr gut sein, dass mein Rabattcode Paulina20 aktuell aktiv ist. Damit bekommt ihr nämlich 20% bei Blair. Die haben unglaublich schöne Sachen, also auch die Ringe, ne? Den hier liebe ich auch. Ist auch relativ neu bei Blair. You see? Also ganz, ganz tolle Sachen. Ein sehr, sehr großer Teil meiner Schmuckkollektion ist von Blair. Übrigens sollte ich euch auch noch meinen Lieblingsplatz in meiner Wohnung zeigen. Und ich muss gestehen, dass das hier zwar nicht mein Lieblingsplatz ist, aber das ist einfach der Platz, an dem ich wirklich die meiste Zeit verbringe. Deswegen, das ist hier meine Schminkecke, die kennt ihr. Falls ihr Interesse daran habt, wie meine Wohnung aussah, mittlerweile hat sich ein bisschen was verändert, dann könnt ihr meine Roomtour gucken, die ist auf jeden Fall noch online auf YouTube. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall von euch verabschieden, das Video ist hiermit zu Ende. Falls ihr Interesse an meiner Kleidung habt oder Depop allgemein auschecken möchtet, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Infobox aus. Da findet ihr dann alle Informationen und auch meinen Depop-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen netten Kommentar und vergesst bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn ihr regelmäßig meine Videos sehen möchtet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, keine Ahnung, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.